Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu meinem neuen Vlog. Wir haben heute Dienstag und ich bin jetzt gerade in der Küche. Ich habe gerade meine Tochter in den Kindergarten gebracht und jetzt haben wir 8.46 Uhr. Meine Küche sieht aus. Ich kam gestern von der Arbeit nach Hause und war fix und fertig und habe die Küche nicht mehr ready gemacht. Mag ich eigentlich nicht, aber hin und wieder bin ich einfach abends zu kaputt. Und dann mache ich das morgens. Plus die Sachen, die ich heute gebraucht habe fürs Frühstück vorbereiten für meinen Sohn und meine Tochter. Und ich werde jetzt die Küche ein bisschen aufräumen, mir Frühstück machen, gemütlich frühstücken. Und dann muss ich schon Essen kochen. Mein Tag heute fängt sehr früh an, weil ich heute zur Schule muss. Und dann muss ich um kurz vor 12 meine Tochter und meinen Sohn abholen, die bei meinen Großeltern absetzen. Und dann schon zur Schule fahren, denn ich brauche knapp eine Stunde, beziehungsweise manchmal, wenn Stau ist, etwas mehr als eine Stunde, bis ich in Frankfurt bin. Da ist nämlich meine Schule. Und ja, dienstags habe ich Schule, da muss ich dann hin. Ich freue mich schon riesig, denn heute ist die Klangkabine gekommen. Wir haben eigentlich immer in so einem Kommunikationsstudio aufgenommen. Aber jetzt gibt es da auch endlich eine Klangkabine und das ist sehr, sehr gut, weil es dort immer so heiß war und wir die Fenster nicht öffnen konnten, beziehungsweise immer Lüftpausen machen mussten, weil ja, sonst würde man ja alles bei den Aufnahmen hören, was draußen passiert. Die Mikrofone, also die Mikros sind ja sehr empfindlich und ich werde jetzt erstmal die Küche aufräumen, hier gemütlich Frühstück machen, frühstücken und dann muss ich Essen kochen. So, ich bin gerade aus der Schule raus und fahre jetzt nach Hause. Auf dem Hinweg höre ich meistens Musik und auf dem Rückweg ist es oft so, dass ich Hörbuch höre. Und ich werde jetzt, glaube ich, ein Kindslayer weiterhören, weil es momentan das einzige Hörbuch ist, das ich höre. Und hoffe, relativ weit zu kommen. Ich fahre jetzt eine Stunde nach Hause und höre in doppelter Geschwindigkeit. Also müsste ich gut vorankommen. Und mal schauen, ob ich heute Abend noch weiterlesen werde. Ja. Ich melde mich dann später, falls ich heute noch mal was lesen werde oder irgendwas Interessantes zu erzählen habe.
Hallöchen, heute ist Mittwoch und ich habe ein kleines Update für euch. Wir haben mittlerweile irgendwas so zwischen 17 und 18 Uhr. Ich war heute ein bisschen einkaufen, shoppen für die Kinder, ein bisschen Klamotten für den Kindergarten und jetzt für, auch wenn das Wetter heute nicht ganz so schön ist, für die wärmere Jahreszeit, weil es ja die letzten Tage oft relativ warm ist. Und ich wollte euch jetzt nur ganz kurz ein Lese-Update geben. Ich werde heute wahrscheinlich eh nochmal lesen. Natürlich wird gerade jetzt gebohrt. Also ich werde heute auf jeden Fall noch lesen, aber ich wollte euch einfach mal ein kurzes Update geben, was ich so gestern noch gelesen habe und was ich heute noch vorhab zu lesen. Und zwar habe ich gestern in Berührt bist du mich liebst weitergelesen, aber nicht sehr weit. Ich glaube, ich habe ein Kapitel weitergelesen. Ich bin jetzt auf Seite 139. Ich war relativ müde gestern nach der Schule und hatte für Lesen gar keinen Kopf. Aber was ich noch gemacht habe, ich habe in Nights den Abschnitt gelesen, denn ich lese gemeinsam mit Leo von Dunkelbunte Träume. Wir haben schon den ersten Band im Body Read gelesen und den zweiten auch jetzt. Und da habe ich gestern den ersten Abschnitt fast fertig gelesen. Ich glaube, ich habe 40 Seiten gelesen und heute habe ich also drei Kapitel bzw. Prolog plus drei Kapitel habe ich gestern gelesen. Heute habe ich das vierte Kapitel fertig gelesen. Und jetzt bin ich auf Seite 57 und ich werde heute den heutigen Abschnitt auch noch lesen. Ich weiß nicht, ob ich mich heute noch mal melden werde, aber das habe ich vor noch zu lesen. Und gestern habe ich ja als Hörbuch auf der Heimfahrt von der Schule in Kinsleya weitergehört und bin gut vorangekommen, denn ich bin jetzt auf Seite 465. Das heißt, ich brauche hier noch, ich glaube, das hat 700 Seiten, ja. Das heißt, ich brauche noch 150? 250. Ja, 250 Seiten. Und dann bin ich mit Kinsleya endlich fertig und werde vielleicht, ich weiß noch nicht, aber ich habe schon Lust, dann auch direkt mit Endsinger weiterzumachen. Aber mal schauen, ich würde halt gerne jetzt noch in den letzten 7, 8 Tagen würde ich super gerne die Bücher, die ich angefangen habe, fertig lesen und kein neues beginnen, damit ich auf eine gute Zahl komme und dann frisch in den Juni starten. Juni, wir haben ja schon Juli dann. Frisch in den Juli starten kann. Ja. Dann sehen wir uns entweder später oder morgen wieder. Hi ihr Lieben, ich melde mich heute mal wieder. Wir haben Freitag. Gestern habe ich nicht gedreht, weil ich gestern am See gewesen bin und dann abends wieder total kaputt. Und da habe ich halt noch ein bisschen gelesen und war dann noch bei einer Freundin. Und deswegen habe ich dann nicht gedreht mehr, kein Update, kein Leseupdate gemacht. Und deswegen melde ich mich jetzt ganz kurz. Wir haben Freitag und wir haben aber auch schon irgendwas zwischen 9:30 und 10:00. Und meine Tochter schläft schon. Mein Sohn, der schaut sich gerade seine Anime-Serie an und ich nutze jetzt die Zeit. Ich habe bis gerade eben geputzt. Also ich habe gewischt und die Küche sauber gemacht. Ich habe davor Wäsche gebügelt. Ich habe ja Mittwoch, Donnerstag und heute frei. Morgen muss ich wieder arbeiten. Und jetzt nutze ich deshalb die Zeit, Videos zu drehen, wo meine Tochter jetzt schläft. Mein Mann ist noch unterwegs. Und ich weiß nicht, wann er nach Hause kommt. Ich weiß nur, dass er kurz vorbeikommt und dann wieder mit seinen Freunden weggeht. Und das ist die perfekte Zeit für mich zum Drehen.
wenn er dann eh unterwegs ist. Genau, und jetzt mache ich mich ein bisschen fertig und gebe euch zeitgleich so ein bisschen ein Lese-Update. Ich habe in Berühre mich nicht, ich sage immer Berühre mich nicht, Berührt bist du mich liebst, glaube ich, nicht mehr weitergelesen. Ich habe gestern Abend vor dem Schlafengehen noch in, nee, das war vorgestern, das war am Donnerstag, am Mittwoch. Ich habe am Mittwochabend noch in Very Bad Kings weitergelesen, aber nur ein Kapitel. Das Kapitel war aber lang. Das ging umgerechnet 24 Minuten, also es war ein langes Kapitel. Und das habe ich dann noch gelesen und bin dann ins Bett. Ich bin jetzt bei 39%, also 5% habe ich mehr gelesen jetzt. Aber so langsam komme ich vorwärts und ich mag es bisher immer mehr. Jetzt kommen auch so langsam die erotischen Szenen. Ja, genau. Und jetzt möchte ich, wie gesagt, noch Videos drehen. Deswegen mache ich mich ein bisschen fertig. Nichts Besonderes, ein bisschen Farbe ins Gesicht. Und eventuell ein Eyeliner und ein bisschen Wimperntusche. Ich bin momentan total auf Blau. Ich finde, es bringt meine blauen Augen ganz schön raus. Ich habe das bei einer Mitschülerin beziehungsweise aus meiner Ausbildung habe ich das gesehen. Da hatte sie einen blauen Lidstrich und blaue Wimperntusche und das sah super, super hübsch aus. Und dann habe ich gedacht, mache ich das doch auch mal. Und jetzt bin ich verliebt und habe gerade viel Lust darauf. Ich werde mich jetzt noch fertig machen und dann Videos drehen. Und mal gucken, wie viel ich schaffe, vorzudrehen. Ich wollte ja zum Lese-Update. Dann habe ich noch bei Kingslayer weitergelesen und heute jetzt während dem Aufräumen auch weiter gehört. Ich bin jetzt bestimmt bei Seite 650, also ich bin wirklich in den letzten Zügen und dann habe ich auch Kingslayer beendet und ich überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt mit Endsinger weitermache, weil ich stehe jetzt bei beiden Reihen, die ich mit Jay Christoph, von Jay Christoph angefangen habe, also in Nevernight, also Nevernight und die Lotuskrieg-Reihe habe ich bei beiden Trilogien zwei Bände gelesen. Also muss ich bei beiden, beiden Trilogien nur noch ein Band lesen, habe ich die abgeschlossen und ich überlege, ob ich jetzt mit Endsinger weitermache und das jetzt erstmal beende und anschließend Nevernight oder ob ich jetzt Lotuskrieg-Reihe pausiere und erstmal Nevernight fertig lese, weil das geistert mir schon die ganze Zeit so im Kopf rum. Ja, weiß ich noch nicht. Eigentlich möchte ich ja, wer mein... Ich wollte schon sagen Currently Reading, aber das kommt ja jetzt erst am Sonntag, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist das schon. Also bei meinem Currently Reading hatte ich ja schon erwähnt, dass, dass ich erstmal eigentlich jetzt meine Currently Readings beenden möchte und frisch in den nächsten Monat starten möchte. Ich bin gespannt, ob ich das pack, weil noch habe ich ja von jedem Genre was zur Verfügung. Also ich lese zwei Erotikromane und zwei Fantasy-Romane. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, Eyeliner und Reden geht nicht gleichzeitig. Was lese ich denn? Habe ich denn noch eins? Ich glaube, ich lese gerade nur Kingslayer im Fantasy-Bereich. Ja, also wenn ich jetzt Kingslayer beendet habe, habe ich ja erstmal nichts, was so Fantasy angeht, aber trotzdem würde ich gerne dann die anderen Bücher erstmal beenden, bevor ich dann wieder Neues starte. Weil ich habe dann Angst, dass die liegen bleiben, wenn ihr wisst, was ich meine. Dass ich die nicht weiterlese. Genau. Ich habe ja Nordnacht mittlerweile beendet, aber das habe ich, glaube ich, schon im letzten Vlog erwähnt. Und ja. Jetzt habe ich schon Kingslayer fast beendet und dann widme ich mich voll und ganz Berührt bist du mich liebst, damit ich das auch noch beendet kriege. Ach so, stimmt, ich habe ja Nights begonnen. Ich wusste doch, ich habe noch einen Fantasy-Roman, den ich lese. Ich habe im Buddy Read mit Leo von Dunkelbunte Träume mit Nights begonnen und da habe ich jetzt, sind wir schon drei Abschnitte durch. Da habe ich jetzt
kurz überlegen, 154, ich bin auf Seite 154 und ich lieb's. Also der erste Band war ja so, ja, okay, konnte nicht ganz so nachvollziehen, warum alle Lena Kiefer so feiern. Aber der zweite Band, der ist schon besser. Ich bin jetzt gespannt, was da noch alles passiert. 150 Seiten von irgendwas, 450 bis 500 Seiten hat das Buch. Ist hier so ungefähr ein Drittel. Also es ist noch alles offen. Ich bin sehr gespannt. Und bisher gefällt es mir sehr, sehr gut. Genau. Und ich möchte dann gleich bei einem Video, was ich mit mehreren Booktubern drehe, möchte ich jetzt drehen, weil da ist ein Paket extra dafür angekommen. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Ich verrate noch nichts. Und ich bin ja schon mega gespannt auf das Video. Ich finde es einfach immer wieder faszinierend, was Make-up bewirken kann. Also ist es wirklich wahnsinnig cool. Genau, ich mag dieses Blau. Ihr seht es jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut, weil es meine blauen Augen hervorbringt und weil es nicht so stark markant wie schwarz ist. Und momentan feiere ich das jetzt so mit diesem Sommer-Vibe. Und ich möchte auch mir das jetzt in Lila holen, weil so Lila, also beziehungsweise Flieder, sowas in die Richtung, ist momentan so meine Lieblingsfarbe. Ich habe einen Haufen Klamotten und trage auch gerade, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, eine Shorts in der Farbe. Ja, random Infos nebenbei. Gut, ihr habt ein kurzes Update, ein bisschen durcheinander, ein bisschen abgehakt. Ich hoffe, ihr konntet folgen und ich melde mich dann die Tage bei euch wieder. Hi ihr Lieben, ich melde mich jetzt heute Montag. Ich wollte mich eigentlich gestern schon gemeldet haben, aber ich war dann so im Leserausch, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Ich melde mich jetzt nochmal abschließend zu diesem Vlog. Am Dienstag lade ich ihn hoch und ich wollte euch nur kurz sagen, ich habe gestern Abend noch Berührt bist du mich liebst fertig gelesen. Ich war total im Leserausch und mir hat das so, so gut gefallen, dass ich das jetzt beendet habe und jetzt auch bestimmt ganz bald mit dem zweiten Band beginnen werde. Werde aber jetzt erstmal noch ein paar Reihen beenden und wenn ich wieder Lust auf Dark Romance habe, werde ich auf jeden Fall zum zweiten Band greifen. Dann habe ich natürlich bei Nights weitergelesen. Da bin ich jetzt ungefähr bei der Hälfte auf Seite 207, das 20. Kapitel. Da werde ich heute Abend noch den Abschnitt lesen von heute. Das habe ich noch nicht gemacht und bin gespannt, wie es weitergeht und hoffe, dass ich es vielleicht noch schaffe, diesen Monat zu beenden. Super interessant und habe heute, weil ich super Lust drauf hatte, ein neues Buch begonnen und zwar Crush von Tracy Wolf und bin hier bei Seite 105, Kapitel 20. Ich werde jetzt gleich den Abschnitt von Nights noch lesen und dann in Crush weiterlesen, soweit ich komme, bis ich müde bin. Und dann war es das schon für heute und danke wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog mal wieder gefallen und wir sehen uns dann einfach bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!